Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es darum, wie ihr mit dem Polysynth ganz einfach eine Supersaw machen könnt. Und nämlich zwar so eine, die sich von diesem Sound hier zu diesem Sound hier entwickelt. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir da einfach mal los. So, ich habe hier einen Standard Polysynth geladen. Der hört sich ja ganz nett an so, aber wir wollen ja, dass der so klingt. Und wie wir das machen, ist relativ einfach. Wir haben in dem Polysynth zwei Oszillatoren und ich schalte jetzt bei beiden Oszillatoren den Shape auf die doppelte Sägezahnwelle. Den unteren Oszillator packe ich mal eine Oktave tiefer und den Mixer lasse ich hier und stelle den Mixer hier auf Mitte. Ich habe natürlich hier schon mal einen Reverb dran gehängt, damit sich das nachher ein bisschen amtlicher anhört. So, und was ich jetzt mache, ich packe hier jetzt noch so ein bisschen einen Sub rein. Dass er so ganz leise im Untergrund mitrockt. Dann packe ich noch so ein bisschen Noise rein, aber gar nicht viel. Das Ganze machen wir noch ein bisschen heller. Ja, so ungefähr müsste das sein. Das Rauschen wird gleich noch ein bisschen heftiger werden, deshalb stelle ich das gerade nur so ein bisschen ein. So, und jetzt gehe ich hin und packe noch ein bisschen Voice Stacking drauf. Dann ist das Ganze noch mal ein bisschen heftiger. Schauen, dass der Sync nicht auf Reticker hier steht. Und damit die Oszillatoren auch voneinander so ein bisschen getrennt sind. Und jetzt packe ich ein paar Voices in den Unison rein. Nehmen wir hier mal 9. Und die tunen wir jetzt hier so im kompletten Stereofeld. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und dann nehmen wir hier unten nochmal ein paar rein. Bisschen anders detunen, Stereofeld ein bisschen ändern. Das hört sich schon mal gut an. Jetzt gehen wir hier vorsichtig runter und mit dem Drive volle Granate hoch. Und lassen jetzt den Filter hier, das ist ja ein Low-Pass-Filter, mit dem Signal der beiden Oszillatoren etwas modulieren. Jetzt hört man auch hier den Noise ein bisschen besser. So, und theoretisch könnte man jetzt hier noch mit dem Highpass-Filter ein bisschen rumarbeiten, wenn man die gleich mal so die unteren Frequenzen freischaufeln möchte. Ja, und da hat man schon eine ziemlich fette Supersaw am Start. Ich hoffe, das hat euch gefallen, eine kleine Practice Session. Ich habe es versucht, extra kurz zu machen. Ja, und liked und abonniert den Kanal, kommentiert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.